Ja, hallo und herzlich willkommen bei YouTube. Ich bin Westersborg und herzlich willkommen zu der allerersten Episode von Army of Two. Und als erstes Gameplay haben wir hier ein Suchen und Zerstören in Call of Duty Black Ops und auf der Map Grid, wenn mich nicht alles täuscht. Hier spielen der Matzeboy 15, also einfach der Matze, und ich zusammen. Im Moment seht ihr oben rechts das Gameplay von Matze und ja, hauptsächlich meins. Das wird zwischendurch wechseln. Ich hatte bisher noch keine so stylische Idee, wie es vielleicht Kaboom oder so in ihrem Dual Bash hat, wie er es in seinem Dual Bash mit Max FPS hatte. Zwischendurch werdet ihr immer so hin und her gewechselt sehen, je nachdem, wo gerade mehr abgeht, bei welcher Person. Werdet ihr erleben, so, jetzt hat es kurz ein bisschen geruckelt. Aber ich denke mal, für meinen ersten Versuch mit Panorama-Cropping und hin und her switchen war das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe es ja schon mal angewendet in meinem EM-Video, aber da habe ich ja keine Wechsel der Fenster angewendet und ja, okay, aber auf jeden Fall nicht so häufige Wechsel, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich weiß nicht, wie ich die Serie fortführen werde, weil eigentlich macht mir Black Ops kaum Spaß, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber vielleicht erspielt sich der Mats ja mit einem anderen Typen aus, mit dem Tobi oder so, vielleicht mal da was. Dann könnten wir das ja machen. Und sonst würde nur MW3 in Frage kommen. MW3, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, generell könnte das Ganze bei normalen Matches, also nicht suchen und zerstören, sehr problematisch werden. Also da kann ich nicht für jeden Kill hin und her switchen. Da kriegt ihr dann auch Augenprobleme, denke ich mal. So oft, wie man dann hin und her wechseln müsste. Aber Suchen und Zerstören eignet sich eigentlich dafür. Und vielleicht werden wir die Serie auch ein bisschen umstrukturieren oder keine Ahnung, wie man das am besten nennt. Denn ich hatte eine Idee, vielleicht mal irgendwie aus Army of Two auch was zu machen, dass zwei Leute aus dem Clan zusammen irgendeinen Competitive-Modus frei für alle spielen. Also frei für alle kann man ja nicht über eine Party spielen, geht ja nicht. Aber man kann ja in Black Ops zumindest die ganzen Wager-Matches oder Wettspiele spielen. Und in, wie heißt es jetzt, in Modern Warfare 3 kann man die Community-Listen, beziehungsweise die Community-Liste Waffenspiel, kann man in der Party spielen. Das haben wir Matze und ich auch schon gemacht und dann versucht man immer, wer der Bessere ist. Also da, eigentlich müsste man immer in die Top 3 kommen. Das haben wir eigentlich auch immer geschafft. Und je nachdem, wer halt die meisten Sieger hat, der hat dann diese Episode gewonnen. Der Mats ist sich da noch nicht ganz sicher, ob er da komplett mitmachen möchte. Weil er ab und zu dann so rumflucht. Er ist zwar dann nicht laut, aber benutzt halt ein paar Schimpfwörter. Und so habe ich gesagt, ja, solange das nicht in Richtung Rassismus geht, ist das ja alles noch im Rahmen des Verkraftbaren, denke ich mal. Hier ist der Mats jetzt gestorben, deswegen seht ihr jetzt nur noch mein Video bis zum Ende der Runde. Und ja, was kann ich noch sagen? Man kann mir ja wirklich eigentlich schon zum Vorwurf machen, dass ich Serien, beziehungsweise Serien am besten, sage ich einfach mal so, nicht komplett durchziehe. Und zwar ging das ja eigentlich schon los, womit ging es eigentlich los? Ich weiß es schon nicht. Aber ich werde das auf jeden Fall so gut es geht weiterführen, das verspreche ich euch. Es wird auch bald das erste Gameplay kommen von Ranz Klasse, Ranz Map. Aber ist halt immer so eine Sache, da muss ich die Waffe erst leveln, dann habe ich auch mal wieder keinen Bock auf MW3. Dann habe ich keinen Bock mit der Waffe zu spielen. Deswegen denke ich mal, werden sich da die Episoden in Grenzen halten. Was ich da jetzt noch sagen möchte, Goldenen Zeiten, ja, kommt bald auch die nächste Episode. Das Problem ist, ich habe in MW3 noch so viele Gameplays, dann kommt jetzt bald noch ein Gameplay von einem Kollegen von der Lasergurke. Der hatte mich gefragt, ob ich das Video nehmen kann. Und es entspricht einem anderen Spielstil als meinem. Also es ist jetzt kein Gekämpfe oder so, oder auch kein so defensives Spiel wie bei der Triple Morp. Nur er spielt ja schon fast eher strategisch, würde ich mal sagen. Es ist besser als mein teilweise dummes darauf losgerusche. Und das Gameplay ist jetzt hier schon zu Ende. Ich muss noch irgendein Gameplay dranhängen, damit ich hier alles durchsprechen kann. Und zwar wollte ich hier auch noch anbringen als Thema hauptsächlich Helden in Spielen bzw. in Filmen und ob man das so übertragen kann
Also von Film auf Spiel und von Spiel auf Film. Ich versuche es jetzt mal an einem Beispiel zu erläutern. Es gibt ja viele Helden, die in Filmen geboren werden, die dann auch in Spielen jetzt Platz finden oder beziehungsweise einfach Spiele, die verfilmt werden und Filme, die zum Spiel gemacht werden. So ist es, glaube ich, einfacher. Ich glaube eigentlich so, das bekannteste Spiel, was verfilmt wurde, ist Tomb Raider, beziehungsweise die Tomb Raider-Serie. Es wurde jetzt kein kompletter Teil verfilmt, wenn mich nicht alles täuscht, aber es wurde halt die Serie, wurde halt, da wurde ein Kinofilm halt für gemacht. Und zwar war das ein Film mit, Angelina Jolie war das, glaube ich, die da Lara Croft spielt. Aber ich denke mal, es gibt auch noch andere Beispiele, und zwar wurde Far Cry wurde verfilmt mit Til Schweiger. Ich glaube, der Film war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ja, jetzt werde ich hier in Skype angeschrieben. Ärgerlich. Aber dann gab es noch Max Payne 1 oder generell Max Payne. Ich weiß nicht, ob es sich nach der Story vom ersten Spiel gerichtet hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf Max Payne wurde verfilmt, hat man auch nichts mehr von der Fortsetzung gehört, hat man, glaube ich, auch nicht von bahnbrechenden Erfolgen gehört, die der Film da eingefahren haben soll. Umgekehrt ist das Ganze nicht wesentlich erfolgreicher. Also die ganzen Superhelden wurden ja eigentlich zum Spiel umstrukturiert. Mir fehlt heute das Vokabular, ich hoffe, ihr entschuldigt das. Zum Beispiel von angefangen mit Spider-Man über Superman, Batman. Okay, Batman ist mal eine Ausnahme, aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlicherweise die Regel. Batman Arkham City und Batman Arkham Asylum waren richtig geile Spiele, die wurden von der Fachpresse auch gelobt, haben mir auch sehr gut gefallen. Klar, haben sich jetzt nicht nach den Filmen gerichtet. Und wo wir gerade bei Filmen sind, da kommt ja jetzt in den nächsten Tagen, ja, ne, ein, zwei Wochen, kommt ja der letzte Teil der Trilogie hier, The Dark Knight Rises, raus. Da gehe ich auf jeden Fall auch rein. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dieser Serie steht, also zu der Trilogie, ob ihr da reingeht, wie euch die anderen zwei Batman-Filme bereits gefallen haben. Dann gab es ja jetzt noch generell ein weiteres Remake, und zwar kam ja jetzt wieder ein neuer Spider-Man raus, der aber mit den vorherigen drei Teilen nichts zu tun hatte. Ich muss persönlich sagen, war ich drin, also ich war in dem Film drin, war ein sehr guter Film, aber ich muss sagen, die anderen drei fand ich besser von der Story her und auch von den Schauspielern. Der neue Film ist mir mal aufgefallen, der ist jetzt nicht so superheldenmäßig fixiert, also der Spider-Man hat da jetzt nicht solche Superkräfte, kann jetzt keine Netze verschießen. Das ist dann eher so technikbasiert. Da geht es auch um ja, Säuren und so, also mit Giften und so. Dadurch entstehen halt Echsen, aber ich will jetzt hier auch nicht groß was von der Story erzählen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, er verschießt die Netze, die ihn ja eigentlich bekannt gemacht haben, nicht mehr selber, sondern er baut sich so Sachen an den Armen, die dann die Netze verschießen. Vergleichbar vielleicht mit den Unterarmklingen von Ezio oder Altair oder hast du nicht gesehen. Die sind ja auch nur angeschraubt. Aber ich denke mal, was mir jetzt noch zum Thema Superhelden eingefallen ist, beziehungsweise Helden, es gibt ja, glaube ich, auch so gewisse Helden in YouTube. Ich glaube, für viele Leute ist ja Elotrix ein richtiger Held, so wie die den verteidigen. Das ist ja teilweise echt nicht mehr feierlich. Wie die da, vor allem dieses ganze Nachgemache, gelabert zum Beispiel, oh, du benutzt die Farmers mit Rotpunkt. Faker, Faker. Das ist sowas von bescheuert. Elotrix hat ja nicht als erster die Farmers mit Rotpunktvisier gespielt. Und vor allem ist das ein Spiel, was für alle gemacht ist. Jeder darf da mit jeder Waffe spielen. Wenn wenn der Elotrix jetzt mit MP7 spielen würde, ich meine, wenn der das jetzt hören würde, was ich jetzt hier sage, würde mir wahrscheinlich eine reinhauen. Aber wenn er wirklich mit der MP7 spielen würde, wie viele Leute soll man denn dann als Faker bezeichnen? So viele Leute wie die MP7, so viele Leute, die die MP7 spielen, kann man gar nicht beleidigen. Da kommen so viele pro Tag hinzu, das geht gar nicht. Und zum Thema King of the Web, um da jetzt mal über zu gehen. Fand ich sehr unglücklich, dass Commander Rhea jetzt nicht gewonnen hat. Fand ich jetzt natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, dass sie das Regelwerk von King of the Web jetzt im Nachhinein umstrukturiert haben. Es war ja so, dass der Commander
fast alle Tage geführt hat und dann am letzten Tag hat die Frau da noch aufgeholt. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt gewinnt der mit den meisten Tagessiegen. Und deswegen wird Allotrix auch die Sache innerhalb von 7 Tagen für sich entscheiden, beziehungsweise 8, dann hat er ja schon die Mehrheit. Denn er hat sich schon einen so hohen Vorsprung ausgearbeitet. Da, wie heißt es jetzt? Kann er eigentlich gar nicht mehr eingeholt werden. Und das ist ja auch nicht so, dass das nur in den ersten 3 Tagen ist. Alle voten ja die ganze Zeit für ihn. Ich muss persönlich sagen, ich habe für CK gewotet. Für Allotrix vote ich nicht. Das liegt einfach daran, weil ich CK eigentlich auch, ich bewundere jetzt nicht ihn als Person, sondern ich bewundere die Arbeit, die er eigentlich in YouTube bringt. Deswegen finde ich ihn jetzt auch als Vorhängeschild für unsere Community eigentlich sehr gut, weil er macht gute Videos. Okay, er ist jetzt vielleicht kein Vorhängeschild für Gameplays, aber auch für die Sachen, die er für die Community macht. Ich habe letztens, ich weiß jetzt schon nicht mehr, bei wem es war, ein Video gesehen, dass Allotrix jetzt Commander Krieger von den Abonnenten her ablöst, also vom ersten Platz in Deutschland, Abonnentenzahlen, Kommentatoren-Szene. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ist ja, denke ich mal, jedem, der sich mit der Materie ein bisschen auskennt, bekannt, dass Allotrix früher oder später Commander Krieger überholen wird. Aber wir sollten dann auf jeden Fall nicht Allotrix als Vorhängeschild für Deutschland nehmen, weil er macht sau wenig für die Community, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht werde ich jetzt gehatet, aber jeder kann ja in seinen Videos machen, was er will. Ich muss jetzt nicht seinen Kommentierstil kritisieren oder so, dass er jetzt vielleicht meiner Meinung nach zu viele Geschichten nur erzählt, ohne jetzt irgendwie auf die irgendwelche themenbezogenen Sachen was zu machen. Ist ja auch egal. Da darf ja jeder in YouTube machen, was er will. Aber deswegen ist halt der größte Kritikpunkt, dass er zu wenig für die Community macht und dass er sich vielleicht auch auf ein zu junges Publikum einschießt. Also, ich denke mal, die älteren Leute, alle so über 25, sage ich einfach mal so, ich denke mal, die werden sich dafür nicht so doll interessieren, weil, ja, Allotrix spricht ja hauptsächlich über Sex und so und die meisten Leute werden ja dann sowieso schon ihre eigenen Erfahrungen haben und müssen dann nicht das, ich sag mal, macho-mäßige Gelabere von einer Person dann an, müssen die sich nicht antun. Jetzt bin ich schon wieder viel zu weit abgeschweift. Ich hoffe, ich konnte jetzt einigermaßen Informationen über die ganzen Themen rüberbringen. Was ihr noch irgendwie, wenn ihr noch irgendwelche Superhelden kennt oder irgendwelche Filme kennt, die ihr gerne als Spiel haben würdet, dann schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was da alles überhaupt machbar wäre. Und als nächstes kommt, glaube ich, ein Klassenguide, beziehungsweise, ja, ein Klassenguide für Modern Warfare 3, ich denke mal für MW2 und so werde ich auch noch einen machen. Und weil ich jetzt auch ein Video beim Chiller for Killer wieder gesehen habe über Overpowered und so, werde ich dazu auch noch meinen Senf abgeben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe da mir schon so ein paar Sachen zurecht überlegt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte jetzt leider nichts zum zweiten Gameplay sagen, weil ich nicht weiß, was ich da nehme. Lasst euch da überraschen, beziehungsweise jetzt werdet ihr es schon gesehen haben. Und ich sag einfach mal bis demnächst. Tschö!